Wir haben ja gerade eben eine ganze Menge über Emotionen gehört. Welche Emotion ruft wohl die meiste Kreativität hervor? Liebe mit den ganzen Gedichten oder Wut? Himmel, Tabea, du bist mit deinen 15 Jahren doch wohl alt genug, die Sachen, die in die Reinigung oder Wäsche sollen, nicht auf deinem Bett oder den Fußboden zu werfen. Benutze doch gefälligst diesen steinischen Wäschesammler, den du so schick fandest, dass du ihn unbedingt kaufen musst. Dieser Förster ist wieder einmal außer sich angesichts der für sie himmelschreienden Unordnung im Zimmer ihrer Großen. Dieses Gesicht ist inzwischen weinrot angelaufen, was sich sehr unvorteilhaft mit ihren langen, mahagonigen Lockenmähne, die sie schwungvoll nach hinten wirft, beißt. Nimm dir doch mal ein Beispiel an deinem Bruder Paul. Der saugt sogar sein Kinderzimmer und der ist erst 13. Tabea sitzt an ihrem Schreibtisch und mault. Paul, dieser Streber, der macht sowieso immer alles richtig. Ich habe gar keine Zeit, ich muss gleich zu Becky Bio lernen. Erst packst du die Sachen in den Korb, das dauert keine 5 Minuten. Wenn das so schnell geht, dann kannst du das auch selber machen. Du hast auch heute sowieso deinen freien Tag. Wie du schon richtig bemerkst, meinen freien Tag, mein Kind, also hopp. Dieser Förster geht innerlich vor Wut zitternd ins Wohnzimmer, holt sich ein Glas und die angefangene Flasche Dornfelder von gestern Abend aus dem Bad. Setzt sich auf ihren Lieblingssessel in der Erkernische und nimmt einen kräftigen Schluck. Von dort kann sie die ganze Straße überblicken. Die japanischen Kirschen, die die Weidestraße säumen, sind in voller Blüte und die ruhige Stichstraße ist von einem rosa Teppich bedeckt. Die Haustür fällt lautstark ins Schloss. Momente später sieht Lisa ihren Partner aus dem Haus ein. Das Mädchenzimmer, das sie doch einst so liebevoll eingerichtet hatte, sieht gewiss genauso verwüstet aus wie vorher. Mit jedem Schluck Rotwein wird Lisa nicht ruhiger, sondern ihr Wutpegel steigt weiter an. Am liebsten würde sie irgendwas kaputt machen. Kaum gedacht, schon gemacht. Das halbvolle Glas fliegt im hohen Boden quer durch das Zimmer und zerschellt mit einem lauten Klirren am gegenüberliegenden Bücherregal. Sobald es das Bild ihres Mannes Jonas herunterreicht. Ihr schien ihm ganz recht. Warum ist ihm alles andere wichtiger als dieser Haushalt? Der restliche Rotwein hat blitzschnell ein unübersehbaren Feld auf dem hellblauen Teppichboden hinterlassen. Das Klirren hat irgendwas in Lisa geweckt. Warum muss sie immer alles in diesem Haus sauber machen? Diese Schweinerei würde sie doch auch wieder selber bereinigen müssen. Wenn schon, denn schon. Die halbvolle Flasche segelt an die andere Wand. Dort holt sie das Bild, das ihre Schwiegermutter selbst gemalt und ihr zum Geburtstag geschenkt hat, von der Wand. Sie hat es noch nie leiden können. Dieses dilettantische Gekleckse, das eigentlich eine norddeutsche Bühnenlandschaft darstellt. An der eisweißen Wand prunkt jetzt ein dunkelroter Fleck, der mit seinen zerklüfteten Rändern wie eine frische Wunde wirkt. Das sollte man einrahmen, denkt Lisa. Warum nicht? In Tabeas Saustall würde sie bestimmt irgendeinen grellfarbigen Edding finden. Besser als Edding. In einem Karton unter dem Schreibtisch ihrer Tochter findet sie mehrere Farbsprühdosen, die jetzt Uwe, der Ex-Freund ihrer Tochter, dort wohl vergessen hat. Der ist bei Jonas in Ungnade gefallen. Jonas hat ihm den Kontakt zu Tabea verboten, nachdem jetzt Uwe eine Jugendstrafe wegen wiederholten Sprays von Graffitis auf die Grund bekommen hat. Lisa hat mal wieder nichts zu sagen gehabt. Sie mag den Jungen und findet, dass sein Tun eher zur Verschönerung der grauen Siedlung, in der dieser mit seiner Mutter den Bein trug. Gelb, blau, grün, orange, weiß. Wie in Trance vollendet Lisa ihr Werk. Zwischendurch steckt sie sich ab und zu mit einem Schluck aus der nächsten Flasche Dornfelder direkt aus der Flasche in Ermangelung eines Glases.
Das erste Mal seit Jahren fühlt sie sich wieder wach und lebendig, als wäre sie aus einem Dornröschenschlaf erwacht. Lisa setzt sich wieder auf ihren Lieblingsblatt und betrachtet wohlwollend ihr Werk. Da soll noch mal jemand sagen, dass sich ihr Kunststudium, das sie vor 16 Jahren wegen der voreiligen Schwangerschaft abbrechen musste, nicht gelohnt hat. Das ist eine norddeutsche Küstenlandschaft mit einer Blutrot im Meerfall untergehenden Sonne. Aber nicht 20 mal 30 cm wie diese unsägliche Stimmung an ihrer Schwiegermutter, sondern im Format 2 mal 3 Meter.